Apropos Dena, wo ich dich gerade mal hab. Jetzt bist du aber dran. Also meine Kommentare sind voll mit Spark sau auf dich, Spark wird dich töten, Spark wird dich bannen. Wieso schreiben die Leute sowas, Spark? Warum? Erkläre dich. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Crafted Deck 8. Heute treffen wir uns mit Dena im Shopping District und ich muss mit ihm noch ein Wörtchen reden. Aber seht ihr alles jetzt in dieser Folge? Ihr wisst Bescheid wie immer, falls ihr Neues an mich noch nicht kennt, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann alle weiteren wichtigen Folgen bei euch in der Abo-Box und was Interessantes passiert, dann erfahrt ihr das natürlich bei mir. Und auch wenn ihr dran denkt, noch ein Like, wenn ihr lieben YouTube-Algorithmus da zu lassen, wäre echt super lieb. Hilft immer wahnsinnig extrem. Ich will euch nicht aufhalten. Jetzt geht's los mit der YouTube-Folge. Viel Spaß und let's go. Hello Spark! Jo, da ist er ja. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich warte hier die ganze Zeit. Ah, perfekt, dankeschön. Wo bist du gerade? Ich bin jederzeit da, wo du möchtest, wenn du mir sagst, wo du bist. Shoppinggebiet. Shopping District, okay, ich bin da. Du bist noch gar nicht da, ich sehe dich noch nicht. Ich bin gerade bei meinem Shop. Und du bist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte hier. Ja. Leute, ist Spark ein bisschen laut oder kommt es nur mir so vor? Also ja, nichts gegen deine schöne Stimme, Spark, ne, aber. Und ich bin eingeflogen. Ich war gerade ein bisschen alles. Sand farmen, weil ich mache einen Glasshop auf. Oh, Spark, hast du Sand gefarmt? Ja. Oh, möchtest du was abgeben? Zwei Doppelkisten. Wie? Ich habe gehört, er möchte meinen Shop was kaufen. Ja, Dena, gerne. Ich werde ihn sofort. Du hast einen Glasshop und keinen Sandshop. Außerdem bist du eh rich AF. Ich dachte immer, die Diamanten sind jetzt alle von dir eigentlich. Ich muss es mal erklären, was ist denn damit los? Die werden die sind dem Server, die werden als Preisgeld für Events ausgeschüttet. Und Joe hat auch sein Chat Wars gemacht, da wurden irgendwie 250 Stück schon verlost. Ja, aber wenn man so ein Diamant so abbaust, checkt da eh keiner. Hä, als ob mir die Dia-Blöcke gehören von den Leuten, als ob ich halt das Land mir gehört und als ob ich das verkaufe, WTF. Du bist praktisch, der Admin, dir gehört alles hier, kann man nicht anders sagen. Naja, also, würde ich jetzt nicht so rechnen. Ich hab noch genau. Du bist ein Diktator, bist du, ich hab Spark. 10 Dia-Blöcke übrig. Wenn dir was nicht gefällt, dann kannst du uns alle einfach hier rausbannen. Ja. Siehst du, du bist ein Diktator, ein ganz gefährlicher. Gefällt mir nicht. Außerdem bin ich ein armer Sau. Ich habe nur noch 10 Dia-Blöcke übrig. Ich habe heute nochmal 20 ausgegeben, um halt hier das Grundstück zu vergrößern, weil hier drüben soll ja dein Glasshop drin. Genau. Aber auf jeden Fall, da hinten, wenn jemand einen Dia-Block Cloud checkst du nicht und dann ist auch egal, ne? Dann ist auch egal. Wo du es gerade sagst, ich werde jetzt gleich mal einbauen oder einsammeln und mal mitzählen. Okay, dann sammel jetzt besser mal ein, um mal nachzuzählen, wie viele das wirklich sind. Inventur musst du jetzt machen, ja. Ich kann auch helfen bei der Inventur. Hast du dir welche gemobst, Dena? Ich habe gar keinen genommen. Sehr gut. Das ist ich fein. Doch nicht. Kennst du nicht? Nee, ich glaube aber, also eigentlich sollten die in den Kisten drin sein, damit ich halt weiß, wer wie viel bezahlt hat. Und dann, als ich gekommen bin, waren die irgendwie auf einmal alle auf einen Haufen geworfen und ich wusste nicht mehr, wer wie viel bezahlt und wer welches Grundstück hat. Und das war ein bisschen doof. Wer kommt denn auf so eine Idee, sowas? Ja, mir wurden schon Sachen zugetragen. Apropos Dena, wo ich dich gerade mal hab. Jetzt bist du aber dran. Wieso bin ich jetzt dran, Spark? Pass auf. Komm mal zu deinem Shop mit. Nein, du bist erstmal dran. Wie viel hast du gesagt? Wie viel hast du für die Leute, dass du sauer, dass also mir in meine Kommentare sind voll mit Spark sauer auf dich, Spark wird dich töten, Spark wird dich bannen, Spark wird alles, was du gemacht hast, kaputt machen, Spark wird deinen TNT-Shop sprengen. Wieso schreiben die Leute sowas, Spark? Warum? Erkläre dich. Drück mal F3 und G. F3 und G. Nee, locker wird mein Spiel dann abstürzen und Windows deinstalliert oder sowas. Drück F3. Da falle ich nicht drauf rein. Drück F3 und G. Drück du Alt und F4, okay? Okay. F3 und G. F3 und G. Huch! Okay. So. Ah. Wie viel hast du für deinen Shop bezahlt an Diablöcken? 7? Nee, ich habe bezahlt 17. Das heißt, du hast für zwei Chunks. Okay. Komm mal mit. Ja, der Shop ist in einem Chunk. Siehst du das? Ja, aber komm zu. Ja, ich weiß. Das ist genau, ich habe sogar einen Block weniger verbraucht hier, weil er sozusagen diese Umrandung hat. Hier, zu mir. Ja. Guck mal nach oben. Und jetzt? Hallo? Ja? Hast du F3 und G noch an? Ja, hab ich. Oh, das ist nur, weil es sonst unsymmetrisch war. Ich habe einen Block zu weit gebaut. Du bist so deutsch, Spark. Du bist so deutsch. Okay, dann komm mal mit nach hier hinten. Ich habe einen einzigen Block zu viel. Guck mal in diesen Schrank rein. Guck mal nach oben. Noch schlimmer. Nein, ist auch wieder ein Block. Das Ding mache ich weg. Das ist ja kein Problem. ich mach den ja schon weg. Das ist ja sonst zu teuer. Nee, darf bitte behalten, da sind die Laternen drauf. Spark, sei nicht so deutsch.
Das ist okay. Hier kommt doch eh keiner hin. Ich habe ja nur gesagt, dass du oben drüber gebaut hast, aber solange sich keiner beschwert, wäre mir das eigentlich Jucke gewesen. Aber ich weiß. Einfach mal Spark mich komplett hops genommen. Ich dachte, ich habe einfach nur den. Ich dachte wirklich, ich habe nur zwei Chunks. Weil ich kannte diesen Befehl nicht. Ich dachte nur, ja, ein Chunk hat ungefähr so viele Blöcke und dann baue ich ein bisschen da hinten ran. Ihm also witzig wäre es so natürlich, wenn du so komplett verschoben hättest und deinen Shop zwischen zwei Chunks gebaut hättest, dann wäre es halt mega geil gewesen. Oh, dann wäre es richtig teuer geworden. Nee, alles gut. Nö, aber ich weiß nicht, eigentlich wollte ich nichts von dir. Kannst du es bitte nochmal sagen? Ist alles gut? Ist alles okay so? Ja, einmal for the protocol, for the record. Ist alles okay, solange sich keiner beschwert, der daneben bauen will. Okay. Ja. Danke. Marvin, wir schneiden jetzt raus, dass das, was Spark gesagt hat, mit dem, solange keiner daneben bauen will, okay? Und wir nehmen nur den ersten Teil und immer, wenn jetzt irgendwas kommt, schneiden wir das von Spark rein. Das ist vollkommen okay. Es existieren Twitch-Clips und ebenfalls meine Folge. Nein! Mist. Okay, aber ist verstanden, Chef, ist verstanden. Also, weil du bist der echte Chef, nicht so ein Strobel, sondern du bist der echte Chef. Das akzeptiere ich, du bist der echte Chef. Du hast nämlich bei deiner Shop-Vorstellung was verpasst und das wirst du jetzt vielleicht nie wieder machen können übrigens, ne? Weil du hast ja alle Shops auch nicht angeguckt und bei meinem Shop hast du nicht das hier gemacht. Speak in Racing F2020. Achso, ja, das wusste ich noch gar nicht, dass der ist. Hast du einen Teen-Tate-Uber drunter? Das hat mir später noch jemand gezeigt. Nein, es gab einen kapitalen Motorschaden. Okay, das heißt, der ist in die Luft geflogen? Komplett, guck mal, was hier gebaut wurde hier drunter. Guck dir das mal an. Komm ruhig mit, hier, siehst du das? Ja. Kapitaler Motorschaden. Während ich weg war, hier war ein doppelter TNT-Duper drin. Ja. Der hat alles da unten weggehauen. Und es ging am Anfang so eine Pistenkonstruktion hier los. Das war sozusagen das Starten vom Motor. Und dann ging es los mit den ganzen Explosionen. Das war so geil, das war zum An- und Ausmachen. Und irgendjemand hat was kaputt gemacht daran, jetzt ist es weg. Das Problem ist, die TNT-Tuber sind manchmal ein bisschen ekelhaft, wenn so ein Teil zur Seite wegfluppt, dann gibt das manchmal ein bisschen Ärger. Wir haben das hier perfekt ausbaldowert. Wir sind wirklich, also wir sind ein praktisches Mercedes-AMG-Petronas-Team von Craft Attack. Wir haben wirklich den besten Motor gemacht, den man machen kann. Hat das hier Rotpilz gebaut, weil da stand gerade was dran auf den Schildern? Nein, Rotpilz ist sauer, weil Rotpilz hat eigentlich den Shop mit mir oben gebaut. Und dann habe ich jetzt neue Freunde gefunden. Und hab mit Klim und mit Carscrafter und mit Stegi ist der Beste, habe ich dann hier das ganze Ding gebaut. Und dann haben wir vielleicht da unten was weggesprengt, was du aber eh nicht sehen darfst. Und dann haben wir das wieder so versucht zu reparieren und es war eigentlich auch gut, aber irgendwie ist er immer noch sauer. Und ich glaube auch einfach so ein bisschen beleidigt, weil wir das ohne ihn gebaut haben hier. Aber er war halt offline. Ja, und jetzt hat er ganz viele Schilder gemacht. Ja. Okay. WTF-Jungs, kein Bock, jedes Mal alles neu aufzubauen. Einmal powern reicht. Baut mein Shit wieder auf. Wahrscheinlich, weil der Button gespammt wurde oder sowas, ne? Und dann ist man kann keine schönen Dinge haben. Weil eigentlich war es so perfekt eingerichtet. Es war sogar so, dass der Auspuff hinten angegangen ist. Oh, ich bin Spark, ich bin reich, ich baue mich nicht hoch, ich fliege mit einer Rakete hoch. Das kann ich auch. Was ist eigentlich los mit dir, Felix? Welches Bild hast du mittlerweile von mir? Ich bin eigentlich so wie immer. Nein, ist nur Spaß, Spark. Ja, nur okay. Spaß. Du bist der reiche Admin. Gibst du. Was heißt Gibst reiche du? Admin? Ich habe bestimmt weniger Diablöcke als du. Ich habe weniger Diablöcke, aber ich habe nur einen. Ja, okay. Ich habe 10 noch. Ich muss ja alle ausgeben hier für den ganzen Shop. Ja, ich hab 40 ausgegeben. 40! 40? Für was hast du? Achso, für deinen ganzen Shop? Ja, für 4 Chunks. Ja, ich bin Spark, ich bin so arm. Guck mal, mein ganzes Dach besteht nur aus Erzblöcken. Ja, die musste ich auch noch investieren. Für die Deko. Mhm. Für die Deko. Ja, ja. Komm, die Kiste passt doch. Nee, sieht voll cool aus. Ich habe jetzt erst gecheckt, was es ist, muss ich sagen, weil ich immer nur so nah davor stand. Was? Aber es sieht sehr cool aus. Sieht schon sehr cool aus. Oh mein Gott, der braucht einfach, um zu sehen, was es überhaupt ist. Ja, aber immer so nah davor stand. Man muss manchmal die Distanz überhaupt erst ausnehmen dazu. Drüber für die. Ja. So eine Schatzkiste. Ja, stimmt, da sind auch noch die Blöcke von mir oben drauf. Aber es freut mich aber sehr zu wissen, dass das ganze Ding hier legal ist. Dass das okay ist, dass ich das so gebaut habe. Ja, also ich sag mal so, die Regeln werden immer so ein kleines bisschen ausgetestet, überlegt, ne, versucht die Grenzen auszuprobieren. Und ganz ehrlich, ist mir auch letzten Endes wurscht.
Ja, gut zu wissen. Ja, wenn da ein Block drüber hängt oder so, wenn es halt einfach so ist, dann ist das so. Wenn es irgendwo zu lang ist, kann man ein bisschen absägen. Weißt du, von meiner Kiste war es auch so, dass der Deckel, der halt aufgeklappt ist, hat auch ein bisschen hinteren Schank rein, aber den habe ich mir. Aha, das probier jetzt, das testen wir jetzt erstmal. F3G, du hast das, du hast hier die Teufelskiste geöffnet. Ja. Aha. Was sehen wir denn da? Das geht aber über den Chunk hinaus. Ja, ist schon klar, aber ich habe den ja auch gekauft. Ach Gott, du bist ja reich, stimmt. Einfach alles gekauft hier. Ich hab die, das sind doch meine 4 Chunks, die habe ich hier gekauft. Ja, bei W hier kommt noch ein Goldblock auf einmal hier so hin, ne? Ja, aber der ist ja noch richtig drin. Ja, der geht noch. Was verkaufen wir jetzt eigentlich? Ach, Gold einfach nur. Gold. Ja, da gibt's Gold drin. 40 Gold ein Dir? Ja. Nicht einen ganzen Stack, das ist aber ein bisschen teuer. Ja, dann kannst du dich auch mal gerne nicht so lange da hinstellen, alle jetzt 30 Minuten einmal gekickt werden, weil dein Minecraft abstürzt und dich am nächsten Morgen einloggen mit ungefähr einem halben Stack hier in dieser Dreckskiste drin. Ich setze mich immer mit Gunpowder, stelle ich mich immer auf AFK nachts hin, ja? Ich kenne das. Ja, genau, und das habe ich auch. Und das Problem ist einfach, ich kehre von den Piglins und die Nuggets raus. Die muss ich ja zu Inge zusammencraften erst noch. Du Armer, du musst noch zusammenkraften. Ja. Also locker was Automatisches dafür. Ja, also es ist schon ein AFK-Ding, aber so viel kommt da nachts nicht immer unbedingt zusammen. Ich bin dabei langsam, je nachdem wie mein Vorrat ist, dran die Preise zu erhöhen. Am Anfang war ich ja bei 16, da bin ich auf 32, nee Quatsch, bei 24 bin ich auf 32 hoch und jetzt bin ich auf 40 hoch. Und das wird wahrscheinlich auch noch langfristig steigen. Ah, okay. Also so ja, wenn es bei 64 ist, kauf vielleicht mal, dann kann ich mir Karotten machen. Ja, dann kriegst du 9 Stacks Karotten für ein Dir. Ja, dann kannst du für alle Ewigkeiten mampfen. Ja, verbrauche ich schnell genug. Da oder du kaufst dir direkt Karotten bei Syndica, da kostet nämlich 32 ein Dir. Guck mal, da bin ich doch gar nicht so teuer. Ja, das ist Wucher, ich habe das schon mal gekauft. Das, was ich hier esse, hier, teuerste Steak der Welt. Das ist teuerste Steak der Welt. Wieso? Das sind Wucherpreise. Ein ich habe nur gekauft davon, aus Nachbarschaftsliebe. Ein Steak davon, ein Dir. Krank, oder? Nö, also ich habe mir auch schon 3-4 Steaks gekauft. Das ist vollkommen okay, weil so ein Steak Fleisch, der reicht doch voll lang. Der reicht doch, keine Ahnung. So ungefähr 2 Streams. Findest du, ich sollte meine Preise erhöhen? Also, weil meine Preise, ich habe das. Danke für das Schnitzel übrigens. Ja, gerne. Wie gesagt, ist teuer, ist gute Qualität, ist Koberin. Solltest du dir gönnen. Ja. Aber meine Einkäufe sind, also siehst du übrigens hier, siehst du wieder, der Auspuff funktioniert. Immerhin der Auspuff funktioniert wieder. Den kann man nämlich auch an- und ausmachen mit dem Knopf eigentlich. Zusätzlich zum TNT. Aber, hier. Ich habe wieder da TNT 10-mal unverkauft, also 10 10er-Stacks. Ja, du müsstest vielleicht mal gucken, weil Chef verkauft ja, ich glaube, wie viel waren die das? Die Konkurrenz. Ein Stack Gunpowder für einen Dia. Und mit einem Stack Gunpowder kannst du dir ja, aber ganz kurz, 12 TNT craften. Ne? Was? Der hat mich absichtlich unterboten? Das heißt, wenn er Ja, was? Wenn man sich bei ihm einfach einen Stack Gunpowder für einen Dia holt, kriegt man mehr TNT, muss er noch den Sand craften. Andererseits, bei dir ist schon Nein, drin, ein ne? Stack Gunpowder kostet 2 Dias. Ja, hat er das runter... Lol. Nee, hä, aber das macht doch gar keinen Sinn, weil die 1er Raketen, 3 Stacks kosten ja auch einen Dia. Und dafür brauchst du den Gunpowder. Aber ja klar, aber die Raketen sind ja teurer, weil du aus einem Stack Gunpowder machst du 3 Stacks Raketen. Ja, aber wir sind ja nur TNT-Konkurrent. Wir sind ja also nur Gunpowder sind wir. Ja, klar, aber. Was für Raketen das ich kaufe auch immer. Ich habe auch hier immer Raketen gekauft. Ja, aber das ist diese Diamanten hier sind von. Ah, die sind schon weg. Aber das ist aber inkonsequent. Dann kann der doch nicht das Gunpowder, was man zum Raketen craftet, für einen Dia nehmen. Aber wenn man das ohne Raketen, also unverarbeitet will, ist teurer, doppelt so teuer machen. Da hat er eine Inkonsequenz an seinen Preisen drin. Ich habe dass da ein bisschen was falsch in seinem Kopf ist, habe ich mir schon früher gedacht. Beim Chef Strobel. Ja, also gut, dann hat er das unnatürlich teuer tatsächlich. Okay, dann hast du noch die besseren Preise auf jeden Fall. Wie kann das überhaupt sein, dass eigentlich jedes Item hier immer so exklusiv verkauft wird? Jeder darf nur eine Sache verkaufen, gibt keinen zweiten Goldverkäufer, gibt nur Spark den Goldverkäufer. Und dann ist aber Gunpowder haben 2 zum Verkaufen praktisch. Ja. Also ich habe nur TNT, wir aber haben das am ist Anfang doch praktisch drüber geredet. Und dann habe ich gesagt, werdet euch einig. Und dann hat Chef, oder habe ich das so verstanden, dass ich geeinigt habe, dass du TNT machst und er Gunpowder und Raketen. Wir haben uns auch geeinigt, er macht Raketen und ich mach TNT und dann er noch so, okay. Und ich mache auch noch Gunpowder, tschüss. So aber war das. Das Gunpowder ist ja teurer als bei dir, das heißt, es würde dir jetzt nicht schaden. Ja, sagen wir so, er darf das machen, solange er es nicht günstiger macht als ich. Weil stell dir vor, er macht es jetzt günstiger als ich, dann unterbieten wir uns ja die ganze Zeit, das ist ja Mist. Oh, ich hab auch eine Idee, weißt du was? Du willst doch bestimmt ein bisschen TNT loswerden, oder? Ja.
Dann kaufe ich dir jetzt die 40 davon und ich zeige dir auch, was ich damit mache. Okay. Oh, yes. Hast du überhaupt eine Das ist eine gute Idee. Oh, Spa, guter Kunde, guter Kunde. Ich mache Handservice hier. Ich kann es dir per Hand geben. Für gute Kunden gibt es Handservice. Ja. Aha. Wollen Sie TNT haben? Yes. Hier ist Ihr Geld. 4 Dias. Oh, danke schön. Und weißt du, was die Antwort auf alles im Leben ist? 42. Du kriegst 2 gratis TNT, weil du guter Kunde bist, Spa. Oh mein Gott. So, und jetzt einmal mitkommen. Mhm. Zu meiner Base. Oh ja, den muss ich eh noch sehen. Oh, hast du nicht gesehen? Nein. Also schon so ein bisschen aus der Ferne, aber nie so richtig. Hast du zufällig Optifine drin? Ja, hab ich. Okay. Aber lädt gerade noch, aber kommt jetzt. Achso, stimmt, die Chunks, aber du kannst jetzt auch so weit gucken, weil sie alles lädt, ne? Ja. Also zunächst mal, das war ich erst kürzlich hier dran. Da war ich beim, habe ich eine XXL Bambusfarm gebaut, hier ist ein Supersmelder drin. Oh, das ist eine Top-Bambusfarm. Da kann sich mal jemand anderes eine Scheibe abschneiden. Ja, du siehst so eine Narola-Welle. Oh Gott, Spark, du bist so reich. Er hat einfach Goldblöcke genommen, um das rauszuhauen. Du bist so reich. Ja, genau, Evil Sparkler. Aber pass auf, wenn der erntet, Achtung, wait for it. In einer Welle geht das durch. Mhm. Und das ist halt einfach ein Supersmelter. Ich kann von meinem Lager automatisch die Items hier durchschicken und durchbrennen. Und da werde ich auch den ganzen Sand immer durchhäckseln dann. Das ist die Rolex. Ja, genau. Moment, ich muss mal ganz kurz hier die ganzen Shaker-Boxen mal da lassen. Die Rolex der Rohrzuckerfarm alle durchgeschmolzen werden. Genau. Hier vorne wird so LKW-Laderampen und ich werde auch hier Fahrzeuge bauen. Also LKWs und sowas, Autos, nice, die langfahren, dies, das. Wolkenkratzer an sich. Das ist Spark Industries hier. Richtig. Oben ist ein dicker Kran drauf. Da habe ich 5 Stunden für gebraucht oder so. Du hast einen Kran gebaut? Ja. Krass. Ja, aber baust du noch weiter? Bleibt das dann so? Nö, das ist so ganz dynamisch. Baut er jetzt hier die Base zusammen. Wie du siehst, das hier ist so ein Gebäudeteil, was hier von dem Kran so zur Seite dynamisch gerade getragen wird. Das bleibt eine Baustelle. Also ich werde den nicht weiter hochbauen. Vielleicht locker, du machst so den Rockstar-Move, so GTA 5-mäßig. Ja, genau. Aber einfach nie fertig. Es bleibt immer so ein Ja, nee, es ist eine Baustelle und bleibt dann ein Baustellending. Ja, krass. Kommen runter zum Beacon. Bin ja auch dabei noch, also ich muss noch viel, viel Platz schaffen. Aber hier ist ein Parkplatz, da kommen die Autos noch mit drauf und ein kleiner Containerstellplatz. Ja. Ah, mit, nice. Wächterhäuschen, alles Mögliche. Aber nachts sieht es vielleicht nicht so schön aus und innen drin ist halt das Megalager. Ja, das ist geil. Baust schon richtig geil, finde ich gut. Sieht aus wie 100% Erinnerung gerade, Hunger Games, Minecraft Survival Games. Lol, war das? Bin direkt wieder drin. Sah so, irgendeine Map sah so aus mit so Industrial-Gebäuden und so. Ja, vielleicht am Anfang mit Atomkraftwerken sowas. Dann habe ich hier übrigens eine Kiste. Alles, was in diese Kiste geht, wird in dem Smelter, in dem Ofen von mir durchgebrannt. Deswegen besten da nichts reinwerfen, was nicht brennbar ist. Ansonsten verstopft das. Man wirft das hier hin und das geht in die Fabrik da drüben, wo wir gerade drin waren, rein. Wird geschmolzen und wird wieder zurückgeschickt. Warum machst du nicht einen Trichter hin? Dann könnte man es viel cooler machen. Dann könnte man nämlich, wenn man einen Trichter hat, kannst du dann einfach so und dann wird das so geschmolzen. Ja, kannst du auch, aber das Problem ist, beim Trichter musst du einfach rausdroppen und wenn du dann einfach in dein Inventar gehst, machst Shift, eine Kiste ist viel besser, oder? Ja, aber du kannst nicht immer alles nur effizient, perfekt machen, du musst auch schön machen. Erklär das mal meinen Zuschauern. Liebe Spark-Zuschauer, es geht nicht immer nur darum, dass alles möglichst perfekt und effizient abläuft. Dann würdet ihr zum Beispiel auch nicht dieses ganze Haus haben. Denn das ist ja auch in erster Linie nur dazu da, dass es irgendwie sinnvoll aussieht und irgendwie einen Zweck hat. Und auch fürs Auge was Schmackhaftes mit dabei ist. Ihr müsst manchmal auch etwas Effizienz hergeben. Zum Beispiel mit diesem Klick-Sache hier, dass ihr es nicht einfach reinklicken kann. Und müsst dafür... Aber ich baue doch schon alles schön. Also ich bin überhaupt nicht mit Technik losgelegt. Ich hab mit Bauen losgelegt. Riesige Gebäude. Ich weiß, du machst das ja auch gut. Aber hier musst du auch mal. Du musst da einen schönen Trichter hin machen. Ich würde es aber noch anders machen. Es wäre noch viel nicer, wenn du mit so Wasser so ein Transportding hinmachst. Oder mit Eis, das ist noch viel cooler. So eine Dreier-Eisbahn. Und das läuft dann alles nach vorne, wo es mit Wasser gesammelt wird. Trichter, dann rein in die Kiste. Aber das ist ja unten drunter, unter dem Gebäude. Da sind riesige Kabelschächte, damit das alles verknüpft ist. Ja, aber dann könntest du hier so reinlaufen. Und dann einfach so, weißt du, läufst du rein und denkst dir dann so, lö, was möchte ich denn heute alles brennen? Dann spielst du erstmal Bowling mit den Items und die rutschen dann in den Ofen rein, oder was? Richtig, das ist ja doch geil. Aber Dena, pass auf, schau mir mal in die Augen, ja? Schau ja. Wenn ich das machen würde, ja, und deine Tipps mir zu Herzen nehme, Achtung, wait for it, dann würde ich so aussehen. Warum würdest du denn so aussehen? Du siehst aus wie Early Boy mit deinen Augen. Weil mich die Zuschauer verprügeln. Die Zuschauer verprügeln. Wenn ich deine Ideen umsetze, dann sehe ich so aus. Ey, liebe Spark-Zuschauer, ich finde das eine gute Idee. Das wäre voll cool. Ja. Ich würde das auch bauen, aber ich würde nur die Eisbahn bauen und das dahinter ist dann wahrscheinlich zu kompliziert. Spaß, die Skins zu wechseln, einfach geil.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, das Kachen. Ciao, ciao.